soll's hingehen? Zum Rift VIP Terminal und... Ich weiß, gib Gas. Rechnest du mit Ärger? Ja. Das sind eine Menge Wagen. Wen hast du diesmal verärgert? Ich wollte mehr über das Auto rausfinden, das ihr geklaut habt. Und hab dabei wohl einen Nerv getroffen. Ramirez hier. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Gut. November wird sich im Flieger. Sie hat eure Pässe und Flugpläne. Miller, Ramirez Leben liegt in deiner Hand. Enttäuschung nicht. Das wird nie langweilig. Wohin fährst du? Keine Ahnung. Das sehe ich dann am Flughafen. Ich hoffe irgendwohin, wo es warm ist. Bei meinem Glück? Ich tippe auf Schweden. Ah! Oh, nicht das schon wieder. Bis dann. Mann, war das einfach. Wir sind fast da, halt dich bereit. Ich bin bereit. Das habe ich nicht vermisst. Und tschüss. Hey Miller, wie wär's mit einem Drink, wenn ich wieder... Lass den Satz lieber offen. Na toll, Hausschläger und jetzt auch noch Cops. Der Tag wird immer besser. Lincoln 30 hier. Verfolge ein möglicherweise gestohlenes Fahrzeug in westlicher Richtung durch den Rustway. An alle verfügbaren Einheiten. Lincoln 130 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Triebfahrzeug fährt Richtung Norden und nähert sich Billionaire's Road. Verstanden. Zielperson fährt Richtung Norden und nähert sich Billionaire's Road. Meldung erhalten. Lincoln 30. Echt jetzt, Leute? Adamant 6 hier, wir haben den Kontakt zur Zielperson verloren. An alle Einheiten, wir errichten jetzt Straßensperren, um das Zielfahrzeug aufzuhalten. Zielfahrzeug fährt Richtung West und nähert sich zu Barrio. Primäreinheit ist nicht länger verfügbar. Haben wir einen Ersatz? Lincoln 30, habe Zielperson im Blick. Übernehme die Führung. Lincoln 130, wie lautet Ihre aktuelle Position? In westlicher Richtung auf den Solidar Drive. In nördlicher Richtung auf dem I-34M. Valley Parkway. Miller? Ich hab noch keine Antwort wegen des Drinks. Stimmt, hast du nicht. Hör zu, Miller. Diese Tech in dem Königsegg. Sie stammt von einem Rüstungskonzern aus Nordasien. Die Sache ist größer als Forschen Bell. Sei vorsichtig. Ich bin nicht der Typ, der sich... Mir zu viel Spaß, wieder rauszukommen. Ich weiß. Mach dein Ding, Miller. Hier L130, muss Verfolgung aufgeben. Falle als Führungseinheit aus. Zentrale, hier L130. Übernehme als Primäreinheit. Das war's.
Du bist immer noch auf freiem Fuß. Ich bin beeindruckt. Könntest du mir das auch persönlich sagen? Ja. Es wird Zeit. Ramirez hat seine Tarnung aufgegeben, damit du auf eine Liste... In deinem Handschuhfach ist eine Verkleidung. Zieh sie an, bevor du am Ziel bist. Was? Darauf fallen die doch niemals rein. Komm schon. Ramirez hat dir eine wasserdichte Identität verschafft. Die Leute sehen nur, was sie sehen wollen, Miller. Vertrau mir. Bist du die neue Fahrerin? Wo steckst du? Ich bin fast da. Hör zu, was du auch tust. Bleib ruhig und fahr vernünftig. Kriegst du das hin? Klar doch. Kein Problem. Navarro. Ja, der Wagen ist da. Welchen willst du dir zuerst? Erst vorknöpfen. Mir egal. Fahr einfach. Kennen wir uns? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kannst du den Mund halten? Gut. Ich hoffe, das ist alles. Ihr schuldet mir noch was vom letzten Mal. Okay, weiter. Navarro. Gibt's Neues zu morgen? Kümmern Sie sich um die Casinos. Ich übernehme die Straßen. Ich kümmere mich um das, was nötig ist. Und Sie geben mir keine Befehle. Natürlich. Verzeihung, Sir. Gib den Befehl. Skyhammer ist bereit. Gut. Weiter. Dieses Jahr gibt's früher Weihnachtsgeld, Officer. Ihr Boss wartet schon darauf. Noch ein Stopp. Fahr los. Unsere Donut-Jungs haben ihr Geld bekommen.
Auch wenn Morgan und seine Crew immer noch frei sind. Sie kriegen sie. Nein, nicht ohne Hilfe. Wo stehen wir mit dem Skyhammer? Sind unterwegs. Ich hab nicht ewig Zeit. Drück aufs Gas. Ach, komm schon. Ja, der Wagen ist da. Ich muss diese Orte erreichen. Navarro. Ja. Ein neuer Tag, ein neuer Job. Desert Contact. Sie wird wissen, was das heißt. Einen hätten wir. Alle wurden bezahlt. Wie läuft's bei euch? Die Sache ist geklärt. Wir können loslegen. Gut, erledigt es. Alles klar. Wartet. Und weiter. Okay, hier wollte ich hin. Das waren alle. Und hey, gute Zeit. Alles klar. Ein letztes Ziel noch. Dann hast du frei. Hey, diese Fahrerin. Wo war sie nochmal her? Weiß ich nicht. Warum? Kenn ich sie? Ist sie ein Street Racer? Ich glaube nicht. Sie ist ein Profi. Tja, sie ist schnell und schweigsam. Das gibt's selten. Das stimmt allerdings. Behalt sie auf der Liste. Yeah!
gefahren. Wir sehen uns wieder. Ja, das werden wir. Jungs, Navarro hat irgendwas vor. Was du nicht sagst. Ich weiß nicht genau was, aber die Cops stecken mit drin. Und sie hat etwas namens Skyhammer erwähnt. Wie viele Strippen sieht diese Frau eigentlich? Ist doch egal, uns hält sie nicht auf. Wie hast du das überhaupt rausgefunden? Ich hab sie gefahren, als sie ihre Helfer geschmiert hat. Ihr wisst schon, Mädchenkram. Du hast was? Halt, einfach die Augen offen, okay? Wir reden später. Miller? Gut, dass ich dich erreiche. Ich brauche deine Hilfe. Jimmy? Jetzt ist echt kein guter Zeitpunkt. Außerdem kannst du dir...
zu lahm. Jess? Ty? Was macht ihr denn hier? Ich hatte nach Jimmy gesehen, einem alten Kunden von mir. Und La Katrina wollte eine Revanche. Ich wurde von League 73 kontaktiert. Eine Falle. Navarro. Unterstützung bei einer Verfolgung.
Verstanden. An alle Einheiten. Zielpersonen rammt unsere Fahrzeuge. Nicht weitergehen. Ich muss zu Jazz. Nähert sich The Barrio. Komm schon, komm schon! Du bist fast da! Bin fast da! Das war's. Jazz? Verziehen wir uns.
bin froh, dass es dir gut geht, Ty. Es war knapp. Ihr Hubschrauber hatte irgend so ein Gerät. Skyhammer. Es kann einen Motor komplett abschalten. Sie haben es von Navarro. Skyhammer, sagst du? Du weißt was darüber? Möglich. Ich müsste das Gerät erst sehen. Wir sollen dem Haus Prototypen-Tech stehlen, während die Cops nach uns fahnden? Ist das alles? Tyler? Oh, cool. Du bist noch nicht im Knast. Komm vorbei. Ich kann nicht nach Downtown. Ich habe im Moment zu viel Stress mit den Cops. Denkst du, das weiß ich nicht. Ich schick dir einen Treffpunkt vor der Stadt. Bist auf dem Weg, oder?
Gerät der Cops. Ich weiß, was es ist. Echt? Es ist ein Killswitch. Hochmoderne Tech, um die Elektronik eines Fahrzeugs abzuschalten. Woher weißt du das? Weil ich ihn entwickelt habe. Was? Damals beim Militär. Bei mir hat er nie funktioniert. Aber jetzt tut er es. Das Haus wird ihn im Outlaws Rush einsetzen. Das garantiere ich dir. Ich kann vielleicht eine Art Schutz entwickeln. Aber dafür muss ich ihn untersuchen. Du meinst, du brauchst ein intaktes Gerät. Alles klar.
Na, schau mal an. Wenn das nicht Staatsfeind Nummer 1 ist. Ich wette, irgendein Cop benutzt gerade dein Fahndungsfoto als Dart. Es gibt auch Street-Ligen außerhalb der Stadt. Noise Bomb, Free Amber Militia, Silver Six. Wenn du nett fragst, helfen sie dir vielleicht gegen das Haus. Okay, ein paar Verbündete können vermutlich nicht schaden. Gut. Du bist mein Trumpf, Kleiner. Ich lass dich nicht aus den Augen, bis die Karten auf dem Tisch liegen. Racer, ihr hört die Stimme der Hüterin. Diesjähriger Outlaws Rush würde eine David gegen Goliath Story. Eine kleine Crew aufstrebender Racer bahnt sich ihren Weg an die Startlinie. Und glaubt mir, der Collector an der Spitze des Haus ist darüber wenig erfreut. Tylers Crew hat schon fast die Hälfte der Streetligen von Fortune Valley besiegt. Trotzdem liegt noch ein weiter Weg vor ihm. Und er wird nicht leichter. An die kleine Crew mit dem großen Traum. Die Straßen stehen hinter euch. Seid frei. Seid stolz. Macht das Haus für uns fertig. Willst du uns immer noch aufhalten, Navarro? Dann streng dich an.
Hier müsste es ein brauchbares Teil geben. Ich sollte mal nachsehen. Kurven und Bewegung. Wir wandeln auf dem schmalen Grat zwischen Leben Sean McAllister. Man hört viel über dich. Es heißt, du bist scharf auf meine Krone. Ich will nicht deine Krone, Kimura. Den Rekord pulverisiert. Als nächstes kommt der Bridge Run. Zeig mir, dass du nicht nur Glück hattest. Wenn's sein muss.